Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Folge haben wir den zweiten Dungeon gefunden. Wir haben endlich einen coolen Schmelzofen hier vorne. Und jetzt müssen wir noch ein paar von den Sörtling-Kernen oder Sörtling-Kernen, wie auch immer, finden. Ich habe mir den Namen gemerkt. Bin selber sehr, sehr stolz auf mich. Damit wir jetzt noch den normalen Ofen bauen können. Nee, damit wir den Kohlenmeiler, ich kann es einfach nicht aussprechen. Damit wir den bauen können, um Kohle herzustellen. Weil man kann es zwar prinzipiell auch mit Essen verkochen lassen, aber das ist beim besten Willen sehr, sehr unproduktiv. Und das muss es ja nicht sein. Wir ruhen uns noch kurz aus, dass wir das nicht wieder vergessen. Dauert ja zum Glück nicht lang. Wir können ja in der Zeit mal was futtern. Müsste ja gleich soweit sein. Und dann geht's weiter in den dunklen Wald. Zwei Steinäxte haben wir. Sag mal, hat das schon immer so lange gedauert? Ach, weil es Feuer nicht an ist, kann das sein? Ah, da war der Fehler. Das wollten wir eigentlich auch schon längst mal noch beheben hier. Zwecks der Rauchvergiftung im Haus ist nicht unbedingt praktisch. Aber so viel Zeit verbringen wir hier aktuell eh nicht. Deswegen kann es uns erstmal egal sein. Tür lass mal offen. Und damit geht's weiter. So, wir gehen am besten wieder hier unten lang. Da scheint es mir sehr viele Dungeons zu geben. Wir können direkt mal Eiktür aktivieren. Umso schneller sind wir dort. Das ist halt echt cool, wie wenig Ausdauer wir dabei verbrauchen beim Rennen. Ein Hirsch und noch einer, aber ich lasse euch in Ruhe. Wir haben Größeres vor. Kennen wir die Hütte schon? Sehr wahrscheinlich ja. Aber mir fehlen halt immer noch die Bienen. Ja, geh doch weg. Die kennen wir anscheinend noch nicht. Müssen wir das natürlich fix mitnehmen. Den Gräuling lassen wir jetzt links liegen. Ja, Bienen fehlen auf jeden Fall noch. Dann wollen wir die Wildschweine zähmen. Wir wollen endlich Kupfer herstellen. Es steht so viel auf der Liste. Aber es dauert nun mal alles seine Zeit. Da war schon wieder was. Ich finde es schön, dass das mehr geworden ist. In den ersten Folgen hatte ich echt Angst, dass wir uns hier von Fleisch zu Fleisch kämpfen und nicht verhungern. Oder um nicht verhungern zu müssen. Oh, was haben wir denn hier? Das sind ja richtig viele kleine Häuserleins. Müssen wir mal eben noch schnell reingucken. Hier ist sogar eine kleine Farm. Also nicht wirklich, aber war nur Zufall, dass das Wildschwein jetzt gerade drin stand. Wir haben Bienen. Es funktioniert. Ich muss mich nur vorher beschweren. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen die auf jeden Fall am besten mit Pfeilen abschießen. Weil die uns sonst vergiften. Können sie wahrscheinlich auch so gleich tun. Hä? Warum hat er nicht getroffen? Jetzt aber. Und her damit. Ah, sie vergiften uns trotzdem. Verdammt. Dachte, wir haben es erledigt. Her damit. Was haben wir denn? Eine Bienenkönigin und ein Bienenstock. Sehr schön. Und da oben ist, glaube ich, noch Honig. Wir haben Honig. Mensch, das läuft. Dann könnt ihr glatt das Gefühl kriegen, ich gucke mal außerhalb vom Let's Play hier rum, wo was ist und laufe dann einfach hin. Aber glaubt mir, es ist wirklich nicht so. Alles, was ich außerhalb vom Let's Play mache, sage ich euch auch. So wie letztens mit dem Zaun und dem Planieren. So, weiter geht's. Wir können uns das hier später nochmal angucken. Wir machen uns hier mal ein Häuschen hin und schreiben einfach mal Dorf. Ist jetzt zwar nicht wirklich ein Dorf, aber so, dass wir es wiederfinden. Also ich muss sagen, mit der interaktiven Karte ist eins der coolsten Features, die ich finde. Gab es bestimmt auch schon in anderen Spielen. Ich persönlich kenne keins. Aber ich muss sagen, das ist mega geil, dass man sich das alles so markieren kann. Macht einem das Leben leichter. So, wann kommt denn hier hinten kommt der dunkle Wald?
Jetzt bitte noch ein paar Skelette. Oh Gott, nicht so viele Grauzwerge. Ich hätte aber gern die Blaubeeren. Ja, aber die werden wir nicht mehr los. Die müssen wir besiegen. Wir haben keine andere Wahl. Ach Mist, geh weg. Ah, und da hinten kommt wieder so ein großer. Verdammt. Den habe ich gar keinen Bock. Man kann die anscheinend auch paralysieren, wenn man die im richtigen Moment schlägt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Wo ist denn der Große? Oh Gott, hier kommt eine ganze Armee. Was ist denn hier los? Grauzwergenarmee. Hallo. Komm, gib mir mal ein bisschen Ausdauer. Dankeschön. Ah, nicht lecken jetzt. So viel Harz, wie wir haben, so viel Fackeln können wir gar nicht bauen. Aber das waren auch ein paar Grauzwerge hier. Da kriegen wir ja auch den in ihre Augen. Gucken, was wir damit machen können. Vielleicht können wir die an Händler verkaufen. Ja, ist doch gut. Wir müssen auch gleich mal wieder was futtern. Den haben wir geblockt. Den auch. Eigentlich ganz geil gelaufen. Hier hinten haben wir wieder diese Disteln. Ich hätte ganz gern die Blaubeeren. War hier doch kein großer oder ist der weggerannt? Da guckt er. Ein Dungeon ist es nicht, ne? Weiß nicht, wollen wir den holen oder wollen wir den in Ruhe lassen? Wäre fast für in Ruhe lassen. Ich habe zumindest noch nicht gesehen, dass der coole Sachen droppt. Hier ist ein Skelett. Gutes Zeichen. Sehen bloß nicht. Er trifft aber auch nicht besonders gut. Ach Mist, am letzten Schlag hat's gehangen. Noch eins? Wo denn? Dort guckt ein Auge. Nein, nicht den Baum. Ja, es ist aber auch gerade echt verdammt dunkel. Jetzt kommt hier noch ein Grauzwerg. Noch einer, aber der da hinten? Na doch, der kommt auch zu uns gerannt. Wir müssen wirklich aufpassen. Auf Sterben habe ich gar keine Lust. Oh Gott. Den haben wir gut geblockt. Ich glaube, die mit dem Stern halten auch mehr aus, oder? Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Oh shit, oh shit, oh shit. Wo kam er denn her? War das der, den ich in der Ferne gesehen habe? Das könnte hier ein Dungeon sein. Ja, ich glaube, hier ist der Eingang. Ach, geh weg. Aber wirklich gleich eine ganze Armee hier. Das heißt Schamane. Den würde ich sehr gerne im Fernkampf besiegen. Und da kommen die nächsten. Das gibt's doch nicht. Wir haben gar nicht mehr so viel Leben. Wir müssen mal schnell was futtern. Ah, das war doof. Kommen die beiden Grauzwerge noch weg? Ah, shit. Dass wir uns hier mal um den Schaman kümmern können. Jetzt rennt der wieder weg. Kommt er wieder zurück? Ach, komm. Ich wollte eigentlich erst blocken, aber... Ah, Mist. Oh Gott, wie lange hält das an? Wie lange hält das an? Wehe, wir sterben. Ey, hör auf damit. Hallo. Ui. Gut, jetzt würde ich doch erstmal ein bisschen auf Entfernung gehen. Hoffentlich rennen wir nicht gleich in den nächsten Mob. Ich höre nämlich von links und rechts überall komische Sachen. Gut, das war nur ein Reh. 21 Leben. Damit will ich es eigentlich nicht riskieren, hier zu kämpfen. Oh shit. Komm hier nicht hoch. Ach, geht doch weg. Mist. Unser Rest ist aber auch sehr, sehr niedrig gerade. Weiß nicht, wann der andere schlägt. Ich sehe es nicht. Aber wir haben sie. Kommt dich noch. Okay. Kriegen wir einen schnelleren Rest, wenn wir uns hinsetzen? Ich glaube nicht, ne? Nee, es hat, glaube ich, nur was mit dem... mit den Lebensmitteln zu tun. Die wir vorher verschlungen haben. So, Distel noch rein. Müssen wir mal schauen. Wir haben ja hier vorne schon den Dungeon gefunden.
Nochmal weg davon würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, aber mir macht der Schamane gerade echt Angst. Ich würde euch gern die Fackel anmachen, aber ich habe keine Lust, dass auf einmal dann so ein Typ hier kommt. Und ich nicht blocken kann. Das ist es mir nicht wert. Aber es geht, so dunkel ist es in den Aufnahmen gar nicht. So ein bisschen was sieht man schon. Muss ich nur gucken, dass ich den Dungeon auch wieder finde. Aber irgendwo hier müsste es ja gewesen sein. Wir sind ja auf jeden Fall von hier gekommen. Ich glaube, da hinten habe ich gerade die leuchtenden grünen Augen gesehen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Da hinten läuft was. Bin ich jetzt doof oder bin ich doof? Wo war das? Wir haben schon wieder gut Leben regeneriert. Wir hauen uns gleich noch ein Fleisch rein. Vielleicht waren es auch nur so ein paar Skelette. Hier unten ist... Nee, hier sind die Skelette. Feuerpfeile wären natürlich gerade cooler. Wir machen erstmal den Skelett. Ach, der kämpft gegen den Skelett. Den Skelett, genau. Das Skelett natürlich. Jetzt treffe ich ihn. Aber jetzt ist er auch wütend auf uns. Und wir haben keine Ausdauer mehr. Geil. Das Skelett backt hier irgendwie rum. Wäre halt echt cool, wenn mal wieder Tag werden würde. Nein. Ach, na genau. In dem Moment treff's nicht. Jetzt. Schamane ist da hinten. Jetzt hat er natürlich wieder volle Leben, natürlich. Aber mit Pfeilen lässt er sich doch ganz gut besiegen. Komm, einer noch ordentlich treffen. Ach, komm doch, hör doch auf. Was ist denn los mit euch? Weiß nicht, ob hier ein Spawner von denen in der Nähe ist. Haben wir keine Ausdauer mehr und sind schon wieder umzingelt. Ich wollte nicht die ganze Folge damit verbringen, gegen Grauzwerge zu kämpfen. Aber es lässt sich gerade nicht verhindern. Ach ja. Einer weg. Wir müssen halt immer gucken, dass der Schamane ein bisschen auf Abstand bleibt. Ach, renn doch. Mist, jetzt war er noch im Angriff. Ja, scheiß auf den Damage. Hauptsache, der Typ ist weg. So, das haben wir. Jetzt nochmal. Jetzt ist... Der ist wieder voll. Und da kommt schon die Nächsten. Das gibt's doch nicht. Ich glaube eher, dass der sich heilen kann, dass das nicht buggt, sondern... Ist halt ein Schamane. Der wird sowas können. Mist, unsere Dings ist... Ey, wir hängen an der Tanne. Verdammt. Ach, Mist. Halt die Frage, ob hier unendlich hinterherkommen. Wenn hier wirklich ein Spawner ist von denen, dann können wir das hier noch 80 Folgen so weitermachen. Würde jetzt eher mal schauen, ob wir den Dungeon auf die Schnelle finden. Hier? Ja, sehr gut. Und dann verziehen wir uns hier rein. Die sollten ja nicht hinterherkommen. Können wir auch nochmal Fackel... Au, kommen gleich Skelette. Doch keine Fackel. Ah, mit den Pfeilen, da ist das mit dem Perfekt-Blocken immer ein bisschen schwieriger. Skelett-Trophäe, Skelett-Überreste, da haben wir wieder einen Kern. Also Dungeon gibt es anscheinend wirklich zuhauf hier in der Gegend. Oder ich war am Anfang einfach zu blind, um die zu erkennen. Ah, hier ist ein Spawner. Was, zwei Spawner sogar anscheinend. Ach Gott, das sah aus, als könnte man es aufheben. Aber es hat gelebt. Nein, ich wollte von draußen zumachen. Schlägt der jetzt gegen die Tür? In deinem eigenen Zuhause? Wir gucken erst nochmal kurz in die andere Richtung. Hier ist ein Skelett.
Also wenn wir die dreimal hintereinander treffen, scheint es die auch kurz außer Gefecht zu setzen. Ah, und unser Inventar ist schon wieder fast voll. Also man hat echt verdammt wenig Inventarplätze. Ich weiß zwar, dass man sich dann so einen Karren noch bauen kann. Aber das ist für so eine Dungeons hier natürlich absolut gar nichts. Sei denn, man stellt das Ding vor den Dungeon und wirft dann immer alles rein. Das würde natürlich auch gehen. Ein Geist schon wieder. Und Skelette. Oh Gott, der Geist hat echt viel ausgehalten. Beim letzten Mal schon. Man sieht halt auch absolut nicht, wann und wie oder was der genau macht an Angriffen. Ich habe gerade ein bisschen Angst zu sterben. Ich glaube, wir machen lieber nochmal... Nein, nicht vor uns, hinter uns die Tür zu. Ah, noch ein Skelett. Und warten erstmal eben ab, dass wir wieder ein bisschen Leben generieren. Hier geht's auch noch lang. Aber hier kommt nichts weiter, okay. Ja, euch habe ich gut verarscht, ne? Wo kommen wir denn hier hin? Da haben wir noch einen Kern. Scheint ein größerer Dungeon zu sein. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon genügend haben. Zwei. Wie viele hatten uns gefehlt? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe halt auch gar keinen Bock, mich hier zu verlaufen. Hier ist nichts. Mal, mach die Tür doch hinter dir zu. Und hier wurde gerade ein Skelett geboren. Da hinten ist noch ein Kern. Wenn wir jetzt Honig haben, ist natürlich geil. Dann können wir uns so eine kleine Honigzucht machen. Da werden wir Imker. Und Honig hat wohl echt einen sehr, sehr krassen HP-Wert. Wir müssten mal gucken, wo habe ich ihn denn hier? 5 HP. Mal gucken, das hat alles nur 1. 1. 1. 2. Das ist natürlich äußerst wertvoll. Wenn wir den jetzt bald endlos produzieren können mit unserem Bienenstock, dann bin ich doch sehr zuversichtlich, dass wir hier auch schneller wieder durchkommen. So, Attacke. Ah, shit, jetzt haben wir gerade von dreimal volle Kanne auf die Schnauze gekriegt. So, Geist ist weg. Skelett auch. Kam jetzt hier was von oben? Nee, war bloß ein Schatten. War's das? Nee, Geist ist noch da. Mist, ich dachte, den haben wir schon. Schön, wenn der auch mal was fallen lässt. Ein Glas, ein Geist. So viele Hosentaschen hat er nicht, aber trotzdem. Oh, hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Die hatten wir schon. Konnten wir hier unten eine Werkbank bauen? Hab ich den Hammer weggepackt? Ah, nee. Auf der 1 ist er. Entschuldigung, ich war gerade kurz verpeilt. Wir brauchen zwar ein Dach, aber nee, können wir nicht, ne? Schade, sonst hätte ich gesagt, wir probieren mal die Truhe abzubauen. Zweite Achse ist auch schon wieder fast kaputt. Ging es hier noch geradezu? Hier waren wir auch noch nicht, oder? Okay. Ich freue mich dann immer, wenn es doch nicht weitergeht. Bei meiner Orientierung tatsächlich nicht die geilste ist. Auch wenn es natürlich schön ist, wenn der Dungeon groß ist, findet man wahrscheinlich mehr. Ist das ein Geist? Nee, es ist nur ein Spawner. Wir erledigen die hier gleich sofort, bevor sich zu viele auf einmal ansammeln. Hier haben wir noch so einen Kern. Ein Rubin. Und Bernstein. Hey, heb's auf. Ah, wir haben keinen Platz für Rubine. Das geht natürlich nicht. Bienenkönigin auf gar keinen Fall. Wir müssen die Blaubeeren wegwerfen. Wenn es mir leid tut für die Blaubeeren. Ach, shit. Nein, ich wollte blocken. Verdammt. Also gefühlt geht das Essen auch immer schneller weg. Ich weiß nicht, ob das was mit der Anstrengung zu tun hat. Wenn wir uns viel bewegen. Ob wir dann auch mehr davon verbrauchen. Oder ob das einfach nur das Zeitempfinden ist, dadurch, dass wir halt gerade so viel zu tun haben, dass die Zeit schneller vergeht für uns. Kann natürlich alles möglich sein.
Tut mir leid, dass die Folge so dunkel ist und düster, aber wir müssen nun mal die Dungeons erkunden. Aber ich glaube, dann nach der Folge haben wir es dann auch erstmal geschafft. Shit. Shit. Ich hab doch geblockt. Ja, dann müssten wir eigentlich genügen. Ach, da kommt schon wieder der nächste. Zwei gleich. Drei gleich. Ach du Scheiße, gibt's hier irgendwo... Hier gibt's keine Tür und wir sind in einer richtig scheiß Position. Scheiße, ich glaube, wir sterben. Fuck, nein, nicht im... Nein! Und auch noch im Dungeon. Und Fertigkeiten reduziert. Fuck! Ich habe gar nicht gesehen, dass wir so wenig Leben haben. Weiß nicht, ob wir im Dungeon unser Zeug wieder kriegen. Jetzt will ich nochmal gucken, was... Ach, shit. Jetzt muss ich nochmal gucken, was das mit den Fertigkeiten auf sich hat. Haben wir jetzt das Eiktür verloren? Ne, Eiktür haben wir noch. Da oben steht wieder kein Fähigkeitenabzug. Habe ich mich jetzt nur verlesen? Bin mir nicht sicher. Ja, super. Jetzt müssen wir in dunklen Wald, ohne Klamotten, ohne alles. Das kann ja witzig werden. Obwohl, wir haben die alte Rüstung noch, ne? Naja, wird eine spannende nächste Folge. Doofer Abschluss, schade. Ich hoffe, wir kriegen das alles wieder hin und dann bis morgen 19 Uhr zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.